Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einem kurzen Commentary. Heute geht es um SG4 und den zweiten Verzauberungstisch. Denn ich habe ja mal fälschlicherweise, oder nicht fälschlicherweise, aber ich habe mal erwähnt, dass der zweite Verzauberungstisch irgendwie nicht da wäre. Es gibt natürlich einen zweiten Verzauberungstisch, allerdings macht es wenig Sinn, den Verzauberungstisch irgendwie zu benutzen. Erstmal laufen wir heute mal hier rüber. Ist ein bisschen blöder hochzulaufen, wenn man da natürlich gestoppt wird. Dann kann hier eine Truhe sein, die natürlich eine Tier zu quasi ist mit 5 plus Sachen, was ziemlich geil ist. Und dann gehen wir hier weiter und hier unten ist auch eine Truhe versteckt. Da unten, die können wir uns auch nehmen und da haben wir schon mal eine Route, die auch relativ cool sind. Das ist ein Typ, der uns vielleicht angreifen will. Deswegen mal kurz die Hose nur rauswerfen und dann einfach sofort die andere im Laufen weiter anziehen. Der Typ ist natürlich hinter mir und deswegen können wir den mal kurz wegballern und dann gehen wir in die nächste Truhe ran und holen uns die eben. Das Problem ist einfach dann, wenn man merkt, okay, einer verfolgt einen, dann muss man eben gucken, dass man vielleicht einen Turnaround macht oder eben ganz schnell die Truhen lootet oder eben dann die Sachen ganz schnell aus dem Inventar oder aus dem Klamottendingens rausholt und dann einfach ganz schnell, wenn die unten in der Leiste drin sein sollen, kann man die mit Rest-Trick einfach super easy anziehen, die Klamotten. Seit der 1.5, glaube ich, konnte man das schon machen. Also nicht allzu neu, die Sache. Aber deswegen immer schön einfach die Sachen im Laufen anziehen. Da ist der erste Verzauberungstisch und hier oben, wenn man den Knopf bewegt, den Hebel aktiviert natürlich, kann man hier oben hingehen und dort gibt es einen weiteren Verzauberungstisch. Allerdings macht das keinen Sinn, den zu benutzen, weil hier sind überall Bücher drumherum und du bekommst quasi nie Level 1 hier zustande. Wie man sieht, 5, 24, 5, 1, irgendwas. Level 1 ist eigentlich nie irgendwie machbar. Hier kann man auch elegant herunterrutschen, auf jeden Fall in Ranken. Das funktioniert eigentlich besser, wenn man da hängen bleibt, dann bekommt man keinen Fallschaden. So haben wir eben, 4 Herzen Schaden bekommen. Ziemlich geil. Und, ja, auf dem Hive ist es ja so, dass man da vorne geradeaus in dem einen Haus noch neben dem Bahnhof noch einen Verzauberungstisch hat. Den hat man hier auf SG4 nicht. Hier gibt es einfach nur den am Bauernhof und eben den da oben. Heißt, wenn man gerne mal 4 Level plus, da kann man gerne mal irgendwie verzaubern auf Level 4 oder 5. Aber es macht halt wenig Sinn. Weil mit den Büchern drumherum ist einfach eine Sache, das ist super, super schwierig, da was zu bekommen. Klar, es ist machbar, aber du sitzt da, glaube ich, eine Viertelstunde dran, bis du es fertig hast. Und das, glaube ich, ist nicht Sinn der Sache, dass man das irgendwie macht. Deswegen, ja, einfach nur den anderen Verzauberungstisch benutzen. Da vorne sind zwei Mannequins. Da vorne sind zwei Menschen. Auf jeden Fall. Kämpfen die? Nein, die teamen! Die teamen! Das heißt, auf den, der nichts hat, zuerst drauf gehen, weil der ist zuerst down. Dann kann er keine Gefahr mehr sein. Dann jetzt ja, aber nein. Und den ja, aber nein getötet. Wunderbar. Also immer bei einem Team auf jeden Fall gucken, dass man auf den drauf geht, der nichts hat. Also so ist meine Taktik. Denn dann kann man eben den schneller down bekommen und bekommt weniger Hits mit. Ist einfach sinniger. Da vorne ist ein Typ. Okay, aber ich will euch was zeigen. Und zwar hier unten ist ein Hebel, ein kleiner Knopf, den man drücken kann. Auf der linken Seite, da ist er. Den kann man drücken, dann kann man hier oben hingehen und kann diesen Hebel hier drücken. Und dann geht normalerweise hier unten ein Weg auf und dann kommt man in den Kanal rein. Das funktioniert hier leider Gottes irgendwie auf dem Gomme nicht so richtig, aber ich meine, es hätte mal funktioniert. Ich glaube, irgendwann ging das auch auf dem Gomme. Aber irgendwie geht es dann nicht mehr. Auf dem Hive geht das nur, da kommt man hier in den Kanal rein, wo man quasi auch da vorne in der Höhle, daneben ist ja so ein Unterschlupf, wo man reingehen kann Richtung Kanalisation. Und da gibt es eben auch einen Hebel, den man drücken kann und da kommt man eben auch da rein, in diesen, ich sag mal, Bunker. Oder kommt man in diesem Haus hier raus. Und hier kann man auch den Hebel drücken, dann ist da die Lavafalle, die man aktivieren kann. So noch ein paar Tipps und Tricks, falls da jemand ist, der rausrennen will und man sleept vielleicht vor dem Haus, dann kann man den vielleicht da reinschubsen. Macht schon eigentlich Sinn, aber ich wollte eigentlich dieses Gameplay mal nutzen. Ich mache ja Commentaries relativ häufig. Und deswegen würde ich ganz gerne die Commentaries eben auch mal nutzen, um mal kürzere Folgen zu machen. Dafür aber ein bisschen mehr, das ist Klopapier, PvP, nee, YouTube. die Commentaries mal ein bisschen nutzen, auch dann eben ein paar mehr vielleicht rauszuhauen. Und also ich wollte unbedingt mal hier das Aufklärungsvideo machen. Hier kurz antäuschen, dass wir vielleicht gerade im Inventar sind oder so und dann den Typen angreifen. Er lebt noch, kann weglaufen, ein Hit gegeben, wunderbar. Der sitzt nicht, der sitzt auch nicht. Aber der sitzt, wunderbar, ist er down. Und dementsprechend ist es einfach für mich auch mal wichtig, kurze Gameplays zu bringen, um eben einfach die Informationen, die ich loswerden will, an den Mann zu bringen. Macht einfach wirklich, wirklich mehr Sinn, als jetzt irgendwie in einem anderen Gameplay darüber zu reden, auf einer anderen Map oder so. Deswegen mal kurz einfach ein SG4 Gameplay reingehauen. Sehr gerne auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen, wenn euch die Folge gefallen hat. Ich habe als nächstes Video schon geplant, und zwar Turbulence. Endlich mal eine neue Map, und zwar würde ich da ganz gerne eine Route zeigen, die ich
für ziemlich, ziemlich OP und geil empfinde. Also, nächstes Commentary Turbulence muss ich aber noch aufnehmen. Könnt euch schon mal drauf freuen. Und wenn ihr Ideen habt, SG2, SG1, wolltet ihr auch unbedingt sehen. Deswegen, das auch werde ich auch machen. Hier nehmen wir uns mal nicht den Heiltank mit, weil wir sind nur noch zwei Leute. Und er will mich angreifen. Diaschwert konnte ich mir nicht raussnacken. Ich brenne. Kurz nochmal zum Diaschwert laufen, obwohl, macht glaube ich nicht so viel Sinn. Er heilt sich. Heißt, er ist wieder relativ geheilt. Und das ist eben die Sache, die ich meinte mit den Heiltränken. Wir machen ein faires One-on-One. Er hat einfach mal 5 Heiltränke genommen oder so. Aber trotzdem noch besiegt. Und somit alles super cool. Aber Heiltränke sind nicht immer ein Vorteil. Also klar, wenn man irgendwie ungleich Dingens ist, dann macht das schon Sinn. Aber so macht es eigentlich keinen Sinn. Bei einem faires 1 vs 1 würde ich Heiltränke wirklich irgendwie verbieten. Aber geht natürlich nicht. Hauen Sie rein, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.